Schwester Natalie, wenn wir bei jemandem die Bekehrung herbeiführen wollen, so wollen wir es nicht gewaltsam tun. Wenn zum Beispiel der Vater, die Mutter, Eltern und Kinder in der Familie sich nicht ansprechen lassen, genügt es, wenn wir für sie beten. Die Gnade für sie und überhaupt alles sollen wir von der Mutter Gottes erbitten. Wenn wir Jesus wohlgefällig sein und ihm näher kommen wollen, sollen wir es nicht ohne die Mutter Gottes tun. Der stolze, hochmütige Mensch kann dies nicht tun. Er geht den Weg zur Verdammnis. Luzifer konnte sich auch nicht demütigen. Die Mutter Gottes trägt jedes ihrer Kinder auf ihrem Arm, liebkost es, gibt ihm ihre Verdienste, um Jesus nachsichtig zu stimmen. Wenn daher jemand die Sehnsucht nach Jesus in sich verspürt, wende er sich an die Mutter Gottes. Er vertraue sich ihr ganz an. Die Mutter Gottes wird diese Seele sicher für Jesus bewahren und sie Jesus übergeben. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.